Ich bin nicht der Schönste, aber seitdem ich denken kann, werde ich schon wegen meiner Hautfarbe gemobbt. Ich musste vor genau 3 Tagen ein Video offline nehmen, in dem Adam ein Date hatte. Ich habe so viel Zeit, Kraft und Geld in dieses Erlebnis für Adam gesteckt, ihm diesen einen Wunsch, sein erstes Date zu haben, ermöglichen zu können. Ich wollte dieser Kleinen nicht gar keine Aufmerksamkeit mehr geben, aber Adam möchte noch etwas loswerden. Ich weiß, ich bin nicht der Schönste, aber seitdem ich denken kann, werde ich schon wegen meiner Hautfarbe gemobbt. Alle haben mich ausgelacht, wo das Video wieder offline gegangen ist. Wollte ich nur sagen, verurteilt niemals einen Menschen in seinem Aussehen. Denn in mir steckt viel mehr als ein großer, dicker Junge. Ich danke jedem Einzelnen, vor allem Candy Pig, dass sie mir so hilft. Mein Löwe, was ich abschließend noch sagen kann, ihr braucht euch keine Sorgen um Adam machen. Wir sind in einem sehr engen Kontakt mit seiner Mutter. Ich wollte ihm einfach diese Option geben, einfach mal zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das hat er meines Erachtens auch sehr gut rübergebracht. Wenn ich noch eine Sache über Adam sagen darf. In dem letzten Video war ein Kommentar, in dem jemand geschrieben hat, dass dieses Mädchen meine Schwester sei. Im Hintergedanken, dass Adam ja keine Frau abbekommt und ich meine Schwester dahin stellen muss. Ich habe zum Beispiel kommentiert, es war nicht meine Schwester, aber ich würde mir wünschen, dass meine Schwester so einen tollen Jungen wie Adam an ihrer Seite hätte.